Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Firma Motta Turbolader GmbH. Wir möchten euch heute in einem kurzen Video zeigen, wie der Turbolader funktioniert und wie dieser zur Effizienzsteigerung eines Motors genutzt werden kann. Viel Spaß dabei! Wenn wir die Leistung eines Motors erhöhen möchten, muss diesem mehr Luft und Kraftstoff zugeführt werden. Mehr Kraftstoff macht aber nur dann Sinn, wenn eine ausreichende Menge an Sauerstoff für die Verbrennung vorhanden ist. Ansonsten würden wir diesen Kraftstoff nur unnötig verbrauchen. Um etwa 1 Kilogramm des Kraftstoffes zu verbrauchen, benötigt der Motor ca. 14 Kilogramm Luft. Bei einem Motor lässt sich die Leistung im Wesentlichen natürlich dadurch steigern, dass man den Hubraum oder die Drehzahl erhöht. Mit einem größeren Zylindervolumen erhält man aber auch größere, schwerere und somit teurere Motoren. Die Erhöhung der Drehzahl zieht aber auch eine ganze Reihe von anderen Problemen, zum Beispiel höheren Verschleiß nach sich. Steigert man sie dennoch, besteht die Gefahr der Überbeanspruchung einzelner Bauteile. Die eleganteste Lösung zur Steigerung der Motorleistung besteht deshalb in der Vorverdichtung der Ansaugluft. Das heißt, dem Motor wird die Saugarbeit abgenommen. Hier kommt der Turbolader ins Spiel. Der Turbolader wird auch Abgasturbolader genannt, denn er nutzt die Energie des Abgases. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit der Abgase versetzt das Turbinenrad in Drehung. Das heißt, die kinetische Abgasenergie wird in mechanische Energie umgewandelt. Das Turbinenrad ist mit dem Verdichterrad durch eine Welle fest verbunden. Vom Verdichter wird Frischluft aus der Atmosphäre angesaugt, verdichtet und mit dem entsprechenden Druck dem Motor zugeführt. Dem Motor wird also die Saugarbeit abgenommen. Mit der erhöhten Kraftstoffmenge für die vorverdichtete Luft kann der Motor eine höhere Leistung abgeben. Der wirtschaftliche Gesamtwirkungsgrad des Motors wird verbessert, das heißt, er arbeitet, bezogen auf die Leistung, insgesamt kostengünstiger.